Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Real-Life-Gameplay. Viele Leute hatten kommentiert, ob wir nicht mal mit den Dual-Decks ein kleines Spiel machen können. Ich habe den Kai dabei. Ja, grüßt euch. Keiner eignet sich besser dafür. Und ich spiele das Nissa-Deck. Kai spielt das auf Nixless-Deck. Ist auch schon komplett fertig mit Shuffle, so wie es aussieht. Und ja, Würfelwurf entscheidet. Was würfeln wir? Meier mit Pasch. Meier mit Pasch. Mit 32. Sehr guter Start. 54. Ja, dann würde ich gerne beginnen. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr könnt alles sehen, dass man die Live-Points auch lesen kann. Ansonsten geben wir euch das ein bisschen durch. Das Video muss halt ziemlich schnell jetzt gerade produziert werden, weil so viel auf dem Plan steht. Ich wollte das aber nicht auslassen. Und die Karten, falls ihr ein paar Karten nicht kennt, wir werden die Karten, wenn wir sie spielen, auch noch einmal vorlesen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch das Unboxing von beiden Decks angucken. Das ist ein 20-Minuten-Video, da sieht man jede Karte auf jeden Fall einmal. Wenn ihr euch das vorher anguckt, falls ihr es noch nicht getan habt, ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung, um hier dem Spiel besser folgen zu können. So, möchtest du abnehmen? Nein, danke. Okay, dann beginnen wir. Ja. Was zum Teufel? Hm. Okay, gib. Ja. Ich spiele ein Purple Thicket. Wenn es ins Spiel kommt, kann ich mir die obersten 5 Karten angucken. Davon ein Basic vorzeigen, das oben drauf legen und den Rest in beliebiger Reihenfolge unten runter. Dann go. Der Forest liegt jetzt oben auf dem Deck, ja. Okay, dann habe ich hier so ein Tapline, go. Mach. Kann ich aktivieren für ein schwarzes, wenn ich 2 oder mehr schwarze Permanents kontrolliere und dann verliert jeder Gegner ein Leben. Spiele ich ein Thornwheel Archer. 2-1, Reichweite und Todesberührung. Huiuiui. Dann go. Nicht so schlecht. Elfenpower. Elfenpower. Dann spiele ich so ein Carrier Thrall. 2 Mana 2-1. Wenn er stirbt, kriege ich einen 1-1er Eldrazi Skill Token. Der Mana macht, ne? Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ich habe nur Tapländer in diesem Deck. Ich hoffe, ich habe überhaupt. Ah, der ist 1-1 der Token, der rauskommt. Das ist korrekt. Das ist ja fies. Hm. Ich will beim Kallen die Garten, kriegst du eine Pflanze und sag komm. Okay. Hm. Ich muss kurz lesen, entschuldige. Deswegen ist 2-1 Death Touch. Ja, und Reach. Mhm. Mhm. Und Reach. Und Reach. Alles das, was gut ist. Alles, was gut ist. Jetzt spiel ich mal so einen 1-3er Death Toucher. Und sage Go. Ah ja, der Gabba-Skorpion, ne? Der Gabba-Skorpion. Okay. Also Waldelfen. 1-1, wenn die ins Spiel kommen, Wald raussuchen und ins Spiel bringen. Ramp. Und für 1 habe ich noch so einen Skies Leopard. 1-1, Landfall, kriegt der +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Dann bitteschön. Keine Fetchlancer. Ich glaube nicht, nein. Hm. Aber ich habe eine Crop Rotation im Deck, die quasi nichts findet. Oh, das ist gut. Ja, das ist mir schon im Unboxing aufgefallen. Kein Cradle. Der Loot ist 2-3. Mhm. Wenn er das Battlefield nicht hat, kann ich eine Kreatur zerstören, die Power 1 oder weniger hat. Nehme ich natürlich diesen an. Sag go. Alles klar. Wie heißt das Ding? Balaget? Das ist Balaget Skorpion, das ist der Baguette Skorpion. Ist doch ein Skorpion-Deck auch ein bisschen, sehe ich gerade. Ja, Skorpion, Vampire, Skorpion. Das ist ja krass. Ja, das ist ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Ich spiele so ein Civic Wayfinder. Kann ich mir ein Land auf Abend nehmen. Dann spiele ich ein Treetop Village. Oh, das ist gut. Und dann sage ich ja. Mhm, okay. Mhm.
spiel ich mal so ein Altari als Additional Cost auf eine Kreatur. Trigger. Als ein Eldrazi Spawn. Und dann zieh ich 2 Karten. Okay. Ah, hier sind 1-2 Flyer für ein schwarzes Richter, das Touch bis zum Ende des Zuges. Dann sag ich go. Overrun. Go. Ich kann angreifen. Ja. Mit dem Flyer. Ankommen? 6. Flash ich mal so ein Cloud Trash allein. 7-7 Flash Reach. Wenn ins Spielfeld aufs Spielfeld betritt, 2 Schaden auf jede fliegende Kreatur und jeden Spieler. 6 Mana 7-7 Flash Reach ist echt nicht schlecht. Ist ganz okay. Kann man mal machen, ne? Also, dann möchtest du reinflashen und dann kriegt jeder Flyer 2 und jeder Spieler 2, ja? Gehen wir beide auf 18? Jo. Dann Doomblenden wir den mal. Das ist in Ordnung. Dann spiel ich nochmal so ein Imp. Ja, verdammt. Nein, go. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ja mehr als einen mitkriege, aber schade. Spiel ich meinen Gaea's Blessing. Was macht das? Bis zu 3 Karten von meinem Deck. Bis zu 3 Karten aus dem Friedhofsdeck Mission Draw Card. Und wenn es vom Deck direkt ins Graveyard geht, schaffe ich mein Graveyard. Ich nehme nur den Cloud Trasher, den ich reinschaffe. Ja. Gute Karte. Ich kann nicht nur die Karte ziehen, aber den Cloud Trasher nehme ich mit. Den nehme ich mit. Der ist, glaube ich, einer der guten Karten hier im Deck. Ja, könnte man sagen. Oh. Oh. Hab ich ein Land gelegt? Eins ins Spiel gebracht. Ich habe ein Land gelegt. Dann spiele ich so ein Nissa's Chosen. Was macht der? 2-3, wenn er stirbt, geht er unters Deck. Stattdessen. Wieso muss denn alles 3 Widerstand bei dir haben? Go! Ich habe ja kein Mana für das. Ja, so will ich da nicht mit der Village reinlatschen. Ach, ich weiß es doch selber nicht. Na gut. Desecration Demon! 6-6 fliegend und zu Beginn jedes Combats darf ich eine. Kann sich der Gegner entscheiden, eine Kreatur zu opfern, dann kriegt er eine 1-1 Marke und wird getappt. Ja. Fahre fort. Dann start Combat, ich möchte nichts auffahren. Okay. Dann mein Zug. Ja. Okay. Boah, dieses Deck, es schafft mich jetzt schon. Dann cast ich mal ihn für 6, gekickert. 1-4, wenn er ins Spiel kommt, ziehe 2 Karten. Ja. Go. Beginnen wir Combat? Ich möchte nichts auffallen. Ah, okay. Das ist aber schade. Ach du liebe Güte, was ist das denn? Ach du liebe Güte. Wow. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. So funktioniert das also. Combat? Möchte nichts auffangen. Oh, ich hasse das. Ah, wir haben Besuch. Das sind jetzt nicht meine Lieblingstiere? Meine auch nicht. Ah, sie gehen wieder zum Fenster. Jetzt hast du geschafft rauszufliegen. Sie ist auf Garruk gelandet. Wie viele Reach-Dinger sind das? Der ist 2-1 Reach. Ja. Und er hat das Touch, ne? Ja. Okay, dann möchte ich den gerne disfigern.
Dann gebe ich ihm plus 1, plus 2 und Reach. Okay. Plus 1, plus 2 und Reach. Mhm. Dann schieße ich ihm 3 Schaden und ich krieg 3 Leben. Was kostet halt jetzt? Oh, ja. 4. Ja, deswegen. Ah! Oh, da ist ja noch Mana. Oh, 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 oh. Deswegen Anzahl der Sümpfe, die ich kontrolliere. Ja, dann gehst du auf 22. Und dann hacke ich dich für 6. Und ich gehe auf 12. Und dann bist du weg. Go! Beginning of Combat. Ja. Ich darf angreifen? Ja. Das ist interessant. Wie viel kostet der Loot? 6 Mana. Ja, tatsächlich. Keine Blocks. Okay. Ist auf 11? Okay, auf 11 ist okay. Kotze ich mal noch so einen fliegenden Dämon raus. 5-3 Flying. Dein Upkeep? Kannst du entweder eine Kreatur opfern oder 3 Leben verlieren oder ich ziehe eine Karte. Ah, ja. Was ist das für ein Shit? Entschuldigung. Gar kein Problem. Ich habe übrigens die ersten Non-Land-Karte seit 4 Runden gezogen, aber es ja, ist nicht gut. Ich hätte ein paar mehr Länder gebraucht, aber jetzt ist es auch okay. Das Crew gewinnt immer gegen Flood. Das stimmt. Und Flieger gewinnen gegen komische Elfen. Seien sie sind 7 Flash Reach für 6. Ja, das wäre kein Elf. Das war etwas anderes. Das war ein Elementar. Ein Avatar oder so? Ja, ich sag mal, go. Upkeep. Wie lange Karten hast du denn? 2. Ich bin tot. Ich bezahle mein Leben. Mhm. Schön. Drosselt. Ja. Ja, danke. Gerne. Gerne. Dann Beginning of Combat. Zack. Okay. Ich glaube, dein Loot hier wandert aus dem Bild. Denk dran, die Palme ist unsere Begrenzung. Okay. Bis auf 8. Ich möchte, glaube ich, nicht angreifen. Main 2. Mhm. Nix so ist. Aha. Was brauchen wir für das Endgame? 8. Ja, und tick ich den mal hoch. Das ist. You draw. Und lose ein Leben. Okay, dann bist du jetzt auf 21. Da sag ich go. Vielleicht ist so ein Heal rein. Gibt irgendeinen plus 3 plus 3. Mhm. Ich bin so ein Walker of the Grove. Was macht der denn? 7-7, wenn er das Spielfeld verlässt, kriege ich einen 4-4er Elementar. Ah, alles klar. Mhm. Ja, dann. Ich kann nicht angreifen. Ah, doch, jetzt mit dem 3-3. Nee, ah, doch. Oh, oh. Ich würde gern auf nächstes angreifen mit dem 3-3er. Was kann der? So nichts. Dann lock ich den mal mit dem Desktop-Shop. Ja. Dann go. Fuck you. Zieh eine Karte. Mhm. Dann draw's ja. Okay, schon wieder eine Karte, die ich nicht kenne, die ich lesen muss. Eine Sekunde. Sumpf. Kannst nicht. Nee, nee. Das hier nicht. Das ist Enchantment, immer wenn eine Kreatur stirbt, Cry 1 und für 5 Mana kann ich jeden Spieler, also kann ich jeden Gegner 2 Leben verlieren lassen. Ich krieg 2 Leben, aber es funktioniert nur, wenn ich 4 oder mehr Kreaturenkarten in meinem Friedhof habe. Ah! Im Moment habe ich 2, 3. Einen zu wenig. Genau. Alles klar. Du bist auf 8, ne? Mhm. Beginning of Combat. Zack.
Da war so ein Kadaver-Imp. Kann ich die Kreatur aus meinem Friedhof in das Spiel kommst, auf die Hand nehmen. Ah. Dann habe ich den 2-1-Loot. Ja, Entschuldigung. Das ist ein bisschen chaotisch mit dem Platz, aber ja. Und dann verliere ich einen Leben und ziehe die Karte. Ich glaube, du hast es gleich geschafft. Sind wir in der Main 2? Ja. Ah, okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Entschuldigung. Habe ich auch vergessen zu announcen. Du kommst 17 Runden zu spät. Das ist ein Entscheid. Bau es mal so auf. Nisse! Zu spät! Was kann sie nochmal? Plus 1 macht eine Pflanze, was ziemlich gut gewesen wäre. Ja. Minus 1 gibt es einen 1-1-Counter auf jede. Minus 2 ist ein 1-1-Counter auf jede Kreatur. Minus 7, ich krieg X Leben, ziehe X Karten, wobei X die Anzahl der Länder ist, die ich verprügele. Mhm. Mhm. Mach ich mal eine Pflanze. Mhm. Dann. Ist ausgetappt, ne? Mhm. Dann greift der. Okay, ist das an. Was ist das? 7-7. 7-7 irgendwas, ne? Ja, wenn es Battlefield lief. Aber nicht, trampelt aber nicht, ne? Natürlich nicht. Das wäre ja zu gut. Block ich Tüchen Token. Ja. Dann sage ich. Go. Okay. Du siehst eine Karte. Yes. Ah, ich habe Trigger vergessen, gerade zum Scrollen. Frosted. Ja. Das ist eine sehr interessante Karte. Schon wieder ein Summ? Beginning of Combat? Nee. Beginning of Combat? Sick. Mhm. Nein. Nicht mit Reach oder so, ne? Nein. Ja, 4-7. Ich. In sie eher. Ich auf 1. Mhm. Okay, dann mehr 2? Ja. Okay. Zieh ich mal eine Karte. Gehst auf 20? Ja. Oder auf 19, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das letzte Runde nicht gemacht, aber ich glaube, es macht jetzt keinen Unterschied. Dann aktiviere ich mal dieses Land und verlässt den Leben. Du. Wann kann man das nochmal aktivieren? Unter welcher Voraussetzung? Wenn man zwei oder mehr Sümpfe kontrolliert oder Black Permanence kontrolliert. Black Permanence, okay. Also ich kann nochmal nachgucken. Okay. Just to be safe. Two or more Black Permanence. Das ist bitter. So viele Flyer, das ist schwer. Na, mal gucken, ob ich in Spiel 2 noch das Comeback machen kann. Schauen wir mal. Wir sortieren alles, kurzer Schnitt. So. Runde 2. Spiel 2. Ich möchte mich abheben. Ich aber. Jetzt wird's ernst. Moment, bist du nicht dran, mit deinem Camera mal zu gewinnen? Leider nicht, was? Das könnte sein. Ja, ne? Mhm. Nein. Das passiert aber einfach nicht. Eigentlich nicht, ne? Ich behalte das für die wichtigen Turniere-Momente vor. Ah, ja, hier. Oh, interessant. Ich muss nachgucken. Sie fasst das für ein richtiges Deck. Okay. Ja, alles klar. Key? Ja, natürlich. Kandidaten, go. Ja. Dann Overrun. Go. Ich spiele mir das mal ein bisschen wie im Draft. Elvish Visionary. Draft. Was soll? Kommt ins Spiel, zieh ich eine Karte. Was? Dann go. Läuft bei Ihnen, ne? Ja, gucken wir mal. Ob jetzt ein aggressiver Start des grünen Decks kommt, das wäre doch mal was.
Smallpox. Wir verlieren beide Leben. Ja, beide 19. Dann opfern wir eine Kreatur. Dann opfern wir eine Kreatur. Dann opfern wir ein Land. Dann scannen wir eine Karte und dann opfern wir ein Land. Ja, ja, ja. Ja. Was hast du? Land. Noch ein Land. Okay, dann go. Hit? Ja, 18. Dann go. Junge, 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 das war mal ein guter Start. Ich hab falsch discarded. Ups! Ich hab deine Karte falsch interpretiert auf meiner Hand. Dann soll ich mal go. Ja. Nein! Hit. Was denn? Das spiel ich Main 2. Das ist der Landfall-Leopard. Ah, okay. Aber ich habe keine Länder mehr. Go! Sehr gut. Nein! Der sah was anders aus. Ah, der 1-3 Death-Touch-Skorpion. Ja. Ja, ja. Ich glaube, ich habe mich gerade selber getötet. Das will ich hoffen. Oh! Go! Jawohl! Nein! Der Root? Ja. Dann Smallpox. Ja. 15, 18. Ich sag natürlich null. Kriegt das zum Token? Nein. Discarde diese Karte und opfer dieses Land. Land Creature Discard. Ja. Go! Ja. Wo sind die Länder vom letzten Spiel alle hin? Dann go. Zwei, zwei Swamp Walk. Wenn der stirbt, verliert jeder Gegner zwei Leben. Jeder Gegner zwei, okay. Go. Go. Verlierst drei Leben, zieh drei Karten. Was? Letzte Handkarte, genau 4. Alter. Go. Ich geb 12. Go. Da war so ein Landfall-Trigger, oder? Ja, ja, ja. Der ist aber ganz schnell verpufft, der Landfall-Trigger. Will ich gerne angreifen? Ja, klar. Lock. Ja, Damage. 1 plus 2 und Reach. Das ist Ficker. Nee. Hoffe ich denn mal als Additional Cost. Ist das eine Sorcery oder nennt sie? Das ist ein Inz! Zieh 2 Karten, du verlierst 2 Leben. Ja, gehe ich auf 17. 1, 2. Du bist tatsächlich auf 12. Ja. Okay. Mein Gott. Go! Come on, Deck! Wir brauchen ein Land! Was ziehst du auf beides, Mod? Hm? Da, Gott! Zieh ich eine Karte, vielleicht verlieren wir dich. Wie machst du das? Ich kann's einfach. Das ist ein Control-Deck. Ja. Go, ja. Was ist das? Ja, es wird dir ein Land raus. Also. Go. Dann nimmst du auf die Hand, oder was? Ja. Okay. Oh nein, auch nichts, das wird uns zermalmen. Das wird doch schwer hoffen. Oh, wird er? Mein Deck kann sowas nicht handeln, das geht, glaube ich, nicht. Nicht mit so wenig Mana. Ich nochmal hier dieses Enchantment. Immer wenn eine Kreatur stirbt, kommt eine Marke drauf und für 5 Marken opfern 5-5er Dämon, ne? Genau. Das ist krass. Das ist okay. Das ist okay. Dann gehe ich auf 8 und ziehe eine Karte. Auch will ich einnehmen oder 2? Nein, gehe ich auf 9. Nee, gehe ich jetzt auf 10, weil ich bin von 10 gerade auf 12 gegangen. Von 12 auf 10? Ja. Ja, ja, und jetzt gehe ich von 11 auf 10. Einfach schon? Ich habe gerade 2 Leben. Ja, ja, passt schon. Oder? Ich vertraue dir, ne? Ich meine schon, ne? Kann ich wenigstens sagen, dass du gecheatet hast, wenn du jetzt gewinnst. Genau, genau. Deswegen ist das in Ordnung. Dann spiele ich den Dude. Oh, der ist 6 gleich Sümpfe, ne? Ja, 7-7 ist der. Wieso habe ich das denn besiegen mit Monogrün?
Dann bist du dran. Sieben ist das Ding. Ich habe auf jeden Fall Land for Trigger. Just saying. Score. Boah, es ist so bitterlich schlecht. Go? Mhm. Naja. Schauen wir mal. Nö. Geh ich mal auf 9 und ziehe eine Karte. Ja. Ist ja 8-8. Mhm. Achso. Ich baue mal wieder anders auf, sonst sieht das nicht. Der bringt einen 5-5er fliegenden Dämon mit und im Abkehr verlierst du 2 Leben. Ja, richtig. Okay, also ich muss jetzt ein paar Runden überleben. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wir jetzt machen. Ich sage go. Du sagst. Go? Ja. Okay. Wenn du nächste Runde das Emblem machst. Der Dämon greift dreimal. Ich zieh 2 Karten. Puh. Puh. Flash das Thema rein. Das ist. Gib einen plus 3 bis 3 bis 1 des Zuges. Okay. Overrun? Leider nein, hat das Ding nicht. Das hat das Ding. Das wäre ziemlich gut. Das wäre okay. Das wäre tatsächlich okay. Spielst du einen Civic Wayfinder, such mir den Ball draus und sag go. So ein Landfall Trigger. Habe ich so einen Landfall Trigger? Ja, dann gehe ich in einen Zug. Ja. Gehe ich auf 7. Ja. Finde die 7 auf diesem Würfel. Der ist sortiert. Sortiert. Ja. Nennen wir das mal so halbwegs. So sortiert wie ein Würfel sortiert. Dann zieh ich eine Karte. Ja, bitte. Wie viele Karten hast du? Unendlich? 6. Würde ich gerne weiter. Mhm. Swing mit der ganzen Mannschaft. Ich
Der blockt den 8-8er, 9-9er, den 9-9er. Den Dämon lassen wir vermutlich durch. Ich muss dich mal überlegen. Den? Hast du da was? Sind da Instant-Pumps drin? Ich erinnere mich nicht mehr, was da drin war. Warum greifst du denn mit allen an, machst das Emblem und sagst Yodo oder was? Das kann doch nicht. Ja, das kann es doch nicht gewesen sein. Irgendwas ist komisch. Na, vielleicht kannst du auch einen wegopfern, das war auch egal. Naja, das sind die Blocks. Das sind die Blocks? Mhm. Fingern wir ihn vorm Deutsch. Mhm. Mhm. Dann kommt hier schon mal eine Marke drauf, weil alles so dumm fällt. Mhm. Dann rechnen wir Damage ab. 7? Ja, 10. Tod, Tod, 2, Tod. 3 Kreaturen sterben. Also tatsächlich die Creature. Ja. Hm? Ja. Nichts mit Non-Docken. Ja, dann Main 2. Dann Main 2. Genau. Achso, das ist auch nochmal dann. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Den hätte man nochmal mitnehmen können. Gib ich dir mal so ein Leben. Jetzt, immer wenn ich eine Karte ziehe, verliere ich 2 Leben, ja? Immer wenn irgendein Spieler 2 Karten zieht. Zieht, verlierst du 2 Leben, wenn ich das richtig lese. Whenever a player. Ja. Dann ja. Ist der. Ja. Ja, ist das so? Ich traue den Karten nicht mehr, wenn die auf Deutsch sind. Ja, ist richtig. Ja. Dann read the bounce, go. Dann bist du dran. Okay. Zieh ich meine Karte. Gehst auf 8. Den Angriff hättest du ja nicht gemacht, wenn. Wenn ich jetzt sterben würde. Ja, wenn du jetzt sterben würdest, richtig. Schwierig, ja. Du ziehst eine Karte, ich ziehe eine Karte. Das sind 4. Oh Gott. Hohoho, Angriff. Das war 5 machen, dachte ich. 3. 3? Was? Ich dachte 5? Nein, nein. Dann greife ich nicht an. Okay. Ah, das braucht ernsthaft 5. Ja, habe ich auch am Anfang gedacht und dann habe ich es nochmal gelesen. Ah, es ist vielleicht 5 wegen 5-5er Token, keine Ahnung. Es braucht 3. Mhm. Dann go. Da bleibe ich tot. Dann verliere ich 2 Leben und du verlierst auch 2 Leben, weil ich jetzt eine Karte ziehe. Also ich verliere 2 Leben von ihm, gehe auf 5. Ich gehe auf 6. Land. Spiele ich halt dieses Ding hier, immer wenn die Kreatur stirbt, Scry. Ah, und für 5. Für 5 Mal mache ich halt so. Verliere 2. Ja. Gain 2? Ja. Hast du schon 5 Kreaturen? Ich gehe immer schwerer drauf. Graveyard Order ist egal, ne? 1. Ne, doch nicht. Ich habe ziemlich viel Smallbox hier drin. 2. Ja. Ich habe nur 2 Kreaturen im Friedhof. Okay. Also ist das egal. Aber ich würde gerne angreifen. Ja. Cast Cloud Thresher. Verliert er mal, kriegt er mal 11 Schaden und ich krieg 10 Schaden und ich krieg 10 Leben. Ich
Krass, ich habe beim Unboxen, ich bin mir nicht sicher, ob das Deck durch die Flyer einfach nur einen Vorteil gegen das Nissa-Deck hat. Weil ich glaube, vom Bau fand ich nämlich beim Unboxen das grüne Deck besser. Auf jeden Fall. Aber das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich cool, weil... Ja, es spielt sich auf jeden Fall geil. Am Anfang das gute Removal ziehst, so wie Smallpox. Und ich dachte mir so, hoffentlich hat er nur drei Länder gehalten. Und dann discardest du noch ein Land, dachte ich so, ah, da war der Smallpox schlecht. Und dann sagst du, ah, falsch discarded. Ja, okay. Ja, geil. Hab ich nicht mit gerechnet. Geiles Spiel. Ja. Knixitis 2-0 gewonnen. Ja, das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein paar Kommentare da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Warte, tschüss. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!